Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Sprint to Glory. Der Feind für das heutige Video, das ist der 1. FC Köln und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Der 1. FC steht nämlich vor einer Transfersperre für die kommende Sommertransferphase und die darauf folgende Wintertransferphase. Ergo könnten in der nächsten Saison für den 1. FC Köln keine Transfers möglich sein. Grund hierfür soll übrigens der Transfer eines Jugendspielers im Jahre 2022 gewesen sein, wo es wohl nicht so ganz mit rechten Dingen zu sich gegangen ist. Ich simuliere jetzt also die aktuelle Saison zu Ende und wir starten dann im Juli 2023 rein, wo dann auch die erste Transfersperre für den 1. FC Köln eintreten würde. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, Leute, lasst gerne Liebe da, Daumen hoch, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, Kommentar von Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen, liked Sachen hoch, Leute, die euch gefallen. Und jetzt starten wir aber rein. Zuerst müssten wir mal ein paar Verträge verlängern, denn das ist wenigstens eine der Sachen, die wir noch können. Da beginnen wir mit Timo Hübers, da verlängern wir den Vertrag um 3 Jahre. El Capitano Jonas Hector, jetzt gefordert und gebraucht wie noch nie. Denn es wird die nächsten 2 Transferphasen keine Neuzugänge geben. Skiri ist dann der Einzige, bei dem ich den Vertrag nicht verlängern würde. Klar, das könnten wir machen, aber wir bleiben der Realität treu, denn da wird Skiri sehr wahrscheinlich auch in der nächsten Sommertransferphase, wo Köln eben die Transfersperre leider hat, den Verein ablösefrei verlassen. Vor dem Kalender gilt es aber noch, das Beste aus der aktuellen Köln-Mannschaft rauszuholen. Transfers sehen wir erst jetzt also in 2 Jahren von jetzt an und das ist die beste Truppe mit Schwebe im Tor, paar Positionen geändert, Meiner zum linken Flügel gemacht, Keins zum Zehner, dafür Uth, unser Stürmer als Mittelstürmer, ist halt deutlich besser als Adamian, Selke, anders. Oh Junge, was sind das für Gurken im Sturm? Wie können die alle Bundesliga spielen? Oh Mann, Leute. Damit jetzt aber rein in den Kalender, in die Simulation und zum Ende dieser ersten Saison. Bevor ich es vergesse zu zeigen, beginnen wir direkt mal mit Skiri, einer unserer besten Spieler, der uns jetzt ablösefrei verlassen wird und es ist klar, wohin, Richtung Inter Mailand also. Mannschaft von den Entwicklungen her übrigens auch echt spicy, also Linden Meiner einfach mal plus 5 oder 6, glaube ich, auf 79 von der 83. Thielmann auf der anderen Seite ebenfalls auf eine 78 plus 5. Sehr, sehr stark und auch Ljubicic plus 3. Also von den Entwicklungen her kann man sich hier echt nicht beschweren. Das ist ganz gut und wichtig, weil ja, nächsten Sommer geht ja eh nichts bei uns. Jetzt aber mal zu den Ergebnissen, Leute. In der Bundesliga ist es hier für diese erste Saison, die ja am unwichtigsten ist, der 11. Tabellenplatz geworden. 39 Punkte ist ein Platz, wo man Köln auf jeden Fall sehen kann, auch in echt. Im Pokal bis ins Viertelfinale kommen und dann einfach gegen Arminia Bielefeld ausgeschieden. Das tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Zu guter Letzt die Europa Conference League, wo wir, glaube ich, realitätsgetreu, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Köln müsste in der Realität auch in der Gruppenphase ausgeschieden sein und das sind wir hier eben auch in dem Fall. Kommen wir also zur zweiten Saison, wo wir jetzt also im Sommer 2023 unsere erste Transfersperre absitzen müssen. Hector beendet zwar zum Saisonende seine Karriere, aber der Capitano muss in der letzten Saison nochmal einschreiten und die Sechserrolle übernehmen. Den Posten von Jonas Hector soll dann Noah Katterbach übernehmen, ein ehemaliges Top-Talent aus dem FIFA-Karrieremodus vom 1. FC, war verliehen in der ersten Saison unter anderem an Basel und den HSV, kehrt jetzt wieder zurück, Vertrag wird verlängert um 5 Jahre und er soll unser neuer Linksverteidiger werden. Und ich merke schon, Leute, hier in Köln kümmert man sich wohl nicht gerne um Vertragsverhandlungen, weil guckt mal bitte, wie viele Leute hier einen Einjahresvertrag oder ein Jahr nur noch auf ihrem Vertrag haben. So, darum jetzt also endlich gekümmert, Leute, um die Verträge. Die einzigen, die übrig bleiben, sind Schmid, Selke und Hector, weil der eben seine Karriere beendet. Und das hier ist sie also, Leute, die Truppe, die uns unverändert durch die zweite Saison begleiten wird. Wintertransfers wird es ebenfalls keine geben. Neu haben wir hier das Mittelfeld unter anderem. Ljubicic jetzt als zentraler Mittelfeldspielerposition geändert, neben Hector als Sechser, der da auch nochmal ein Upgrade bekommt. Also merkt euch das, Freunde. Katterbach, unser neuer Linksverteidiger. Kilian rückt jetzt in die Innenverteidigung, weil der eine Kollege da ja nur geliehen war. Neben Hübers und ja, das ist die Mannschaft, die zweite Saison ohne jegliche Veränderung bestreiten wird. Diesmal ein ganz, ganz kurzes Zwischenfazit zur Hälfte dieser Saison, weil wir ja auch hier im Winter eigentlich eine Transfersperre hätten. Ich mache nicht viel im Winter, wir hätten aber das Geld, die Möglichkeiten, machen aber natürlich nichts. In der Bundesliga läuft es dieses Jahr sogar ein bisschen besser. Wir verlieren halt nur gegen die Top-Clubs, die da eben oben sind, so zwischen dem 1. und 6. Platz halt. Im Pokal sind wir leider auch nicht mehr drin in Runde 3. Leverkusen war der Gegner und da kannst du halt auch mal 3:1 verlieren. Und internationales Geschäft gibt es ja sowieso für uns dieses Jahr nicht. Das hier ist die Mannschaft zur Hälfte der Saison, finde ich, sieht ganz stabil aus. Entwicklungen leider aber nicht so gut natürlich wie im ersten Jahr. Viele Spieler haben nicht mehr so die größte Luft nach oben, aber wir haben jetzt auch immerhin die ersten 80er Gesamtstärken. Thielmann, Meiner, Ljubicic unter anderem. Also auf eine 80er Gesamtstärke gestiegen. Marvin Schwebe war natürlich schon am Anfang der Saison auf eine 81. Wie gesagt, Leute, wir belassen es bei einem kurzen Zwischenfazit und springen jetzt zum Ende der Saison, zum Ende der zweiten und damit dann gleich auch die dritte Saison, wo wir dann endlich Transfers tätigen können. Mann, hat das lange gebraucht. Es ist eine Verbesserung im Vergleich zur ersten Saison, es ist aber leider auch eine Verschlechterung im Vergleich zur Hälfte der Saison. Freiburg wird Sechster,
klar dahinter dann die Hertha. Wir haben halt leider in der Rückrunde so viele Unentschieden und Niederlagen gefangen, viel zu viele, um eben international mitzuspielen, aber es ist immerhin eine Verbesserung. Das hier ist die Mannschaft und ich glaube, mehr ist nicht wirklich drin. Also wenn ich mir das so angucke von den Gesamtstärken her, wir haben jetzt Thielmann und Meiner bei einer 81. Ich hatte mir eigentlich als Ziel vorgenommen, vielleicht einen Spieler von der Köln-Originalmannschaft zu behalten. Mal gucken, ob das möglich sein wird, wer das sein wird. Vielleicht auch Schwebe im Tor, jetzt schon bei einer 82, ist aber auch schon 29 Jahre alt. Werden wir mal schauen und damit jetzt rein in die dritte Saison, wo wir endlich auf dem Transfermarkt Attacke machen können. Ja, Meiner 24 Scorer, das riecht ja so ganz leicht nach Potenzial-Upgrade. Hoffen wir einfach mal drauf. Zwei ganze Jahre keinen einzigen Transfer getätigt. Wir starten rein in die dritte Saison mit einem Transferbudget von 46 Millionen. Und jetzt, Leute, ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid auch. Wir gehen rein in Neuzugänge. Unser erster Transfer für die zweite Saison. Er lässt sich ein bisschen was kosten. 25 Millionen und André Duda im Tausch. Dafür kehrte Salih Özcan zurück zum 1. FC Köln, wo er seine besten Zeiten hatte. Beim BVB merkt man halt, er ist nicht einer der wichtigsten Spieler, sondern nur einer von vielen. Und er kann nicht so ganz überzeugen. Ich will nicht sagen, er ist komplett schlecht, aber nicht so gut wie eben beim 1. FC Köln. Nicht so gut wie das, was Dortmund sich wahrscheinlich auch erhofft hatte, was man bei Köln gesehen hatte. Und jetzt kehrt der verlorene Sohn wieder zurück. Für die Innenverteidigung kommt Malik Chow, deutsches Innenverteidiger-Talent, ehemals beim FC Schalke 04 gewesen. Aktuell ja auch in aller Munde, weil er beim AC Milan spielt und wie er spielt. Er rasiert aktuell. Ach ja, bezahlt haben wir dafür Florian Kainz und 7,7 Millionen im Tausch. Ist eigentlich ein ganz guter Deal. Und der letzte Transfer, Leute, ein neuer Stürmer soll kommen. Ich habe lange gesucht, ich habe es probiert bei Enmetscher, Leveling, hast du nicht gesehen, alles nicht funktioniert, Johnny Burkhardt auch zu teuer. Deswegen wird Maxi Bayer, 21 Jahre jung, spielt hier in der Karriere bei Düsseldorf, ist eigentlich von Hoffenheim an Hannover verliehen. Dadurch, dass er jetzt hier in der zweiten Liga spielt, gutes Gefühl, hat auch immer noch zeitgroßes Potenzial im Status stehen. Das heißt, er wird gespielt haben, hoffentlich die letzten Jahre und Potenzial vielleicht sogar dazu gewonnen haben oder zumindest behalten haben. Unsere letzte Mission lautet dann, Marc Uth eigentlich zu verkaufen, aber der Bruder, ach Digga, jetzt beendet er seine Karriere mit 32, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du Bayer jetzt im Weg stehst bei seiner Entwicklung, dann haben wir ein Problem, Kollege, lass es dir gesagt sein. Und so möchte ich dann spielen, Leute, 4-3-3 mit einem 8er, 2-6er, Özcan und Martel, der jetzt wieder zurück in die Startelf kommt, anstelle von Hector, der ja seine Karriere beendet hat. Wir haben vorne im Sturm Bayer, Thielmann und Meiner, also im Dreierangriff und zu guter Letzt noch Chow in der Innenverteidigung neben Hübers. Für mehr Spiele haben wir leider kein Geld. Uth kann ich jetzt auch leider nicht mehr verkaufen, weil er ja schon mit 32 seine Karriere unbedingt beenden muss. Deswegen bleibt alles so, wie es ist. Und wir gehen mit dieser Mannschaft in die dritte Saison rein. Die erste, wo wir jetzt auch endlich mal Neuzugänge tätigen durften. Das erste Mal eigene Transfers getätigt. Es waren nicht viele. Es waren nicht die Ultra-Gesamtstärken. Aber es hat gereicht, um für die nächste Saison im internationalen Geschäft teilzunehmen. 6. Platz am Ende. 53 Punkte geholt. Let's go. Im Pokal dieses Jahr auch wieder im Viertelfinale gewesen. Aber dann gegen Jan Regensburg ausgeschieden. Mit 2-0. Ey, wir kommen einfach nicht ins Halbfinale, Leute. Es ist Gesetz hier in dieser Sprint to Glory. Und ich glaube, Leute, Linden Meiner ist der Kandidat. Mittlerweile 25, 84er Gesamtstärke. Ich glaube, er ist unser Mann, der uns bis zum bitteren Ende, bis zum Champions League Finale begleiten wird. Ansonsten von den Gesamtstärken hat sich hier und da ein bisschen was verändert. Hier und da aber auch so gut wie gar nichts. Zum Beispiel Schwebe im Tor, Jubicic auch nur plus 1. Eigentlich sind die einzigen, die man erwähnen kann, Bayer, Meiner und Chow. Starten wir also rein in die vierte Saison. Internationales Geschäft ist eingeloggt und 62 Millionen sind das Transferbudget. Leute, es ist an der Zeit. Wir müssen uns so langsam aber sicher von ein paar Startelf-Kandidaten verabschieden. Marvin Schwebe ist der Erste. Es kommt Matteo Kanesecki von, wovon kommt der denn eigentlich? Eigentlich spielt er bei Cremonese, aber hier in der Karriere ist er bei Sassuolo. Vielleicht auch von Sassuolo verliehen gewesen. I don't know, Leute. Ich bin mir da nicht so zu 100% sicher. Auf jeden Fall tauschen wir Schwebe ein. Da bin ich mir zu 100% sicher und zahlen 12 Millionen obendrauf. Luca Netz soll unser neuer Linksverteidiger werden. Ja, jetzt werden einige Kölner sagen, Gladbach-Spieler, aber er spielt hier in der Karriere bei Burnley, kommt ja auch eigentlich von der Hertha. Bei Gladbach läuft es ja für ihn auch aktuell nicht so dermaßen krass. Wir tauschen aber auch nicht Katterbach ein, sondern Pedersen, irgend so ein Linksverteidiger-Backup, was wir hatten. Katterbach wird das Backup und Luca Netz unser neuer Stamm-Linksverteidiger. Unser nächster Transfer ist dann das Comeback eines ehemaligen Bundesligaspielers. In der Bundesliga hat er null funktioniert beim VfB Stuttgart, dafür zurück in Spanien, hier bei Mallorca. Läuft es umso besser, es kommt Pablo Maffeo, mittlerweile bei einer 83er Gesamtstärke. Wir tauschen Schmitz ein und zahlen irgendwie 10 Millionen obendrauf. Eigentlich wollte ich noch einen neuen Sechser haben, da Martel eintauschen, hat aber leider nicht wirklich funktioniert, gab keinen passenden Spieler, auch passende Gesamtstärke, deswegen holen wir einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Jubicic wird eingetauscht, wir zahlen 10 Millionen oben drauf und dafür kommt Nicolas Seiwald, der in der Realität zu RB Leipzig wechseln wird. Wohin auch sonst in diesem Red Bull Imperium. Aber Leute,
RB Leipzig und RB Salzburg, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind quasi zwei unterschiedliche Vereine. Die haben keine Gemeinsamkeiten. Und damit steht die Mannschaft, Leute, für die vierte Saison. Wir haben Seiwald hier auf der Achterposition, dann neu in der Linksverteidigung Luca Netz und in der Rechtsverteidigung Maffeo. Damit die einzigen zwei Baustellen, in Anführungszeichen, noch Hübers und Martel, die wir dann wahrscheinlich in der nächsten Saison erst auch ersetzen können. So viel also dazu. Und jetzt wird es Zeit für den Kalender. Die vierte Saison war ein voller Erfolg. Ah, oder auch doch nicht. Also fünfter Platz ist ein mieser Erfolg. 61 Punkte, wieder mal eine Steigerung. Aber 3 Punkte an Champions League vorbei und 6 Punkte an der Meisterschaft. Wir waren auch, würde ich sagen, noch zum Ende der Hinrunde auf einem guten Wege, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber ja, jetzt wird es nicht mal die Champions League. DFB-Pokal, Viertelfinale aus, bla bla bla, ihr wisst schon, tralala. Hast du nicht gesehen. Zu guter Letzt die Conference League, an der wir teilgenommen haben. Es wird der erste Titel in dieser Sprint to Glory, nämlich der Mülleimer, aka Conference League. Damit spielen wir dann auch ganz sicher nächstes Jahr in der Europa League. Das ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Von den Entwicklungen her, ja, ich bin hier und da nicht so ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele Plus-1-Entwicklungen, Netz hat sich +3 oder +4 entwickelt. Bayer vorne sehr, sehr stark. Meiner und Bayer könnten, glaube ich, Spieler sein, die wir hier bis zum Ende behalten. Beim Rest, sage ich euch ganz offen und ehrlich, Leute, bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Aber damit gehen wir jetzt in die fünfte Saison rein. Die fünfte Saison, das Transferbudget sind 84 Millionen. Unser erster Transfer für die neue Saison, es ist wieder mal ein ehemaliger Bundesligaspieler, der sein Comeback feiert. Ich glaube, er war bei Stuttgart, Hoffenheim, irgendwie, HSV auf jeden Fall, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist es Amadou Onana von Athletic Bilbao, wo er hier in der Karriere mittlerweile hingewechselt ist. 24 Jahre alt, 82er Gesamtstärke, Transfersumme bezahlt, kein Spieler eingetauscht. Und der gleichzeitig zweite und letzte Transfer, Benoit Badiachile, kommt eigentlich ja beim FC Chelsea unter Vertrag, hier in der Karriere zu RB Leipzig gewechselt und wir machen daraus einen Liga-internen Transfer. Let's go! Und damit steht jetzt auf jeden Fall auch ein gewisses Grundgerüst, was die Gesamtstärken, Potenzial, Alter und so weiter hier in der Mannschaft angeht. Wir müssten jetzt hier theoretisch keinen Spieler irgendwie großartig ersetzen, könnten vielleicht sogar mit dieser Mannschaft hier bis zum Ende kommen, bis zum Champions League Finale, das Ding dann auch damit gewinnen. Es werden aber bestimmt noch ein paar Transfers getätigt werden und damit springen wir wieder rein in den Kalender. Dieses Jahr hat es gereicht, Leute. Der erste FC Köln wird nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, sind die schon mal Bundesliga-Meister geworden? Ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall werden wir es hier in dem Fall safe 100%. 10 Punkte Vorsprung, 76 auf dem Konto vor Leipzig, Bayern, Leverkusen und Augsburg einfach auf der 5. DFB-Pokal dieses Jahr, Viertelfinale, nee, Dortmund 2 war dafür aber im Viertelfinale, wir sind ausgeschieden, ja, in der ersten Runde wahrscheinlich sogar direkt, so sieht's aus, gegen Union Berlin. Kryptonit schlechthin im Karrieremodus. Zu guter Letzt die Europa League, wir sind weit gekommen im Halbfinale, nee, Viertelfinale war es, gegen Liverpool, aber das wusste ich auf jeden Fall, ausgeschieden, passiert halt, ist halt die Europa League mit Liverpool, Milan und ja, Man United noch mit drin. Und das hier ist die Mannschaft, Leute, zum Ende der Saison, wenn ich mir die Offensive so angucke und auch ein paar andere Positionen, könnte ich mir eigentlich schon denken, ja, safe nächstes Jahr Champions League Sieg oder Finale oder sonst was, aber ja, es sind halt noch in Mainz für meinen Geschmack ein paar zu viele 84er Gesamtstärken am Start. Mal gucken, was wir daraus in der nächsten Transferphase machen können. Unser erster Transfer, ich weiß, jetzt werden schon viele mit dem Kopf schütteln, viele Köln-Fans natürlich vor allem. Wir holen einen Urgestein Gladbacher, der Gladbach 100% fühlt. Es kommt Marc-André ter Stegen, aber Leute, ich habe geguckt, es gibt keinen anderen Torhüter, den wir uns irgendwie leisten könnten, der stabil wäre. Ich versuche auch in dieser Sprint to Glory, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ein bisschen realistischere Transfers reinzubringen, nicht komplette Spieler aus Nicaragua oder so zu holen, die aber krasses Potenzial haben. Deswegen also deutscher Keeper, Ter Stegen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, Köln-Fans. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ein weiterer Spieler vom FC Barcelona kommt. Ein weiterer Deutscher kommt. Niklas Süle hier in dem Fall in der Karriere zu Barcelona gewechselt. Kehrt zurück in die Bundesliga zum ersten FC Köln und soll uns helfen, vielleicht ja die Champions League zu gewinnen, obwohl er halt schon 31 ist. Und das hier ist hier also die Mannschaft für die sechste Saison mit 2 Änderungen eben im Gepäck. Süle in der Innenverteidigung neben Chao und Ter Stegen jetzt also im Tor mit 89er Gesamtstärke. Let's go. Also ich sag mal so, Leute. Das Trümmelche, das macht aktuell ordentlich Krach. Denn in der Bundesliga sind wir wieder mal Tabellenführer. Leipzig zwar noch ohne Niederlage, aber dafür eben mit 2 Punkten weniger als wir. Im Pokal auch noch drinne. Da ist Leipzig auch unser Gegner im Viertelfinale. Mal gucken, vielleicht können wir den Fluch dieses Jahr besiegen. Und zu guter Letzt die UEFA Champions League. Unser Achtelfinalgegner ist Rakov. Ja, wir sind auf jeden Fall Gruppenerster geworden. Das weiß ich, gegen Milan, Newcastle und die Young Boys. Durchgesetzt und fürs Achtelfinale schon mal ein leichtes Freilos. Dieses Rakov hat es halt irgendwie geschafft, RB Leipzig und Sporting hinter sich zu lassen. Vielleicht sollte ich meinen Mund nicht so voll nehmen. Und das hier ist die Mannschaft, Leute. Sieht echt spicy aus. Die ersten 90er Gesamtstärken sind eingetrudelt. Unter anderem Bayer auf einer 90, Meiner auf einer 92, Thielmann 91, Maffeo einfach bei einer 90. Sogar Özcan jetzt bei einer 88, Seiwald genauso. Eine sehr, sehr verrückte Truppe. Und mal gucken, wie die Rückrundensimulation wird. Uff, Digga, wir haben so geschwitzt gegen Rakov. 3:2 insgesamt gewonnen, ey, Hilfe. Oh, 2-0. Atletico wahrscheinlich dann kein Gegner für uns, oder was? Ja, nee, 4:1 im Gesamtergebnis. Perfekt, Digga. Jetzt nur noch Arsenal.
Komm, Männer, lasst mich nicht im Stich. Auswärts zuerst. 2:3 Sieg, so wichtig. Bitte komm, nur noch das Rückspiel nicht verkacken. Komm, ja, Digga, let's go. Mai 2028, es ist die... Wie viele Saison? Es ist das Ende der 6. Saison, also mittlerweile. Und wir haben es geschafft. Stehen im Champions League Finale und blicken jetzt nochmal auf die anderen Wettbewerbe. Let's go, Mann. Paris ist der Gegner. Und Leute, ich habe gerade gesehen, Alter, wir haben einfach im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen. Junge, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ey, holy shit. Zuerst aber das alltägliche Brot, die Bundesliga. Wir haben sie gewonnen. 83 Punkte am Ende. Die 2. Meisterschaft in Folge. So muss das sein. Und der Pokal, Leute, was soll ich sagen? Er ist verdammt nochmal verflucht. Wir sind in 6 Jahren Karrieremodus kein einziges Mal weitergekommen als das 4. Finale. Und das, obwohl wir im Viertelfinale einmal, glaube ich, gegen Braunschweig und einmal gegen Jan Regensburg ausgeschieden sind. Also schlimmer geht's nicht. Und das hier ist also unsere endgültige Mannschaft in dieser Sprint to Glory. Eine unfassbare Truppe mit insgesamt 94er Gesamtstärken. Seiwald auch bei einer 89 kurz davor. Vielleicht in der nächsten Saison ja auch so ein Kandidat wie Özcan oder Netz, die dann vielleicht auch im 90er Bereich sein würden. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir gehen rein ins CL-Finale. Das hier ist die Mannschaft von Paris. Echt krass viel passiert, wenn man sich das mal so anguckt. Neu, Guardiol, Gomez, also Joe Gomez gehe ich stark von aus, Leite, Masraoui, Tomiyasu, Gravenberg, Merino, Sanset, Adeyemi, eine komplett neue Mannschaft, bis auf eigentlich Mbappé und Donnarumma, die übrig geblieben sind. Eine sehr, sehr ebenbürtige Truppe und da gehen wir jetzt rein ins Spiel. Let's go. Meiner in die Mitte, Digga. Oh mein Gott, so gut. Komm, Junge, Seifert, der, wie kannst du den nicht machen? Meiner, sehr gut, sehr schön, Junge. Linton, Meiner, was ein Tempo über die linke Seite, ganz hinten im Rückraum. Seifert, Junge, mach ihn rein. 13. Minute, er macht seinen Fehler in Anführungszeichen wieder gut. Denn der Kopfball hätte auch schon gerne drin sein können. Jetzt aber Nicolas Seiwald mit dem 1:0. Ja, Mann, Alter. Schöner Lauf erstmal von Meiner über die linke Seite. Dann der Ball in die Mitte. Und Seiwald muss ihn dann auch eigentlich nur noch einschieben. Ist natürlich nicht ganz einfach gegen Donnarumma am Tor. Aber hat er gut gemacht. Läuft doch Bayer. Komm, Junge. Zieh, Bayer. Zieh, Junge. Zieh. Maxi Bayer. Let's go. Den hat er, den Ball. Jetzt muss er noch irgendwas Gutes mit anfangen. In die Mitte ziehen. Abschluss. Abgefälscht. Ist aber noch gefährlich. Da ist wieder Seiwald. Und in der 19. Minute heißt es bereits 2:0. Paris bricht so ein bisschen ein und Seiwald einfach mit einem Doppelpack. Ja, und ich merke auch, Leute, ich glaube, ich muss für die künftigen Finals mal auf Ultimativ stellen. Klar, es wird anstrengend, vielleicht auch nervig werden, aber Legende ist halt einfach zu leicht. Es ist kein Abseits, es ist kein Abseits, es ist kein Abseits, hä? Digga, ich habe halt voll damit gerechnet, dass der Pass von Meiner auf Bayer Abseits war, aber nö. War es nicht. 36. Minute, 3:0, Jan Thielmann. Wieder Meiner mit Bayer und die laufen da alles und jedem davon. Keiner kann mithalten, Guardiol, egal wer. Und da ist das 4:0, Salih Özcan, 40. Minute. Das Ding ist gelaufen. Ich weiß für die nächste Sprint to Glory Bescheid. Wir müssen unbedingt auf Ultimativ stellen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das Ding ist durch. Wir brauchen jetzt hier nicht noch selber irgendwie 80 Tore selber machen. Deswegen springen wir rein in die Simulation. Vielleicht passieren auch noch ein paar Tore vom Computer aus. Und dann sehen wir uns ansonsten gleich beim Ende wieder. Der Ball für Seiwald ist gut. Der für Meiner noch besser. Oh mein Gott, was machen wir bitte mit denen? 4:0. Nee, 5:0. Ach so, ja. Ich komme schon gar nicht mehr teil mit meinen eigenen Toren. Und damit ist das Spiel also abgepfiffen. Nicht nur gewinnt der 1. FC Köln 5:0 gegen Paris Saint-Germain. Nein, wir gewinnen mit Köln die Champions League. Die Geisberg haben es also geschafft mit einer Challenge. Transfersperre, wie es in der Realität sehr wahrscheinlich auch sein wird, im Sommer 2023 und in der Wintertransferphase dann im Januar 2024 wird der 1. FC Köln keine Transfers tätigen. Ob der Weg dann genauso läuft wie bei uns mit den Transfers, die dann eingeschlagen haben, mit einem Meiner und Thielmann, die jetzt über eine 90er Gesamtstärke haben, wage ich zu bezweifeln, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das alles bei Köln mit eben dieser Sperre, die es sehr wahrscheinlich geben wird, entwickeln wird. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein soll, wenn es der Fall sein sollte, Leute, dann vergesst den Daumen nach oben nicht. Für die Videos die beste Unterstützung, für euch noch ein kleiner Klick. Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und zu guter Letzt, Leute, einen Kommentar für den Algorithmus. Gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Like Sachen hoch, die euch gefallen, Leute. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.